Gleiche Musik, fast gleicher Titel. Und zwar geht es heute um ein Accessoire des Monats und nicht das Produkt des Monats. Das Produkt des Monats habe ich euch ja schon vorgestellt. Jetzt geht es um mein Accessoire des Monats, beziehungsweise Mitte des Monats, keine Ahnung. Mittendrin, wie auch immer. Und zwar habe ich ein ganz bestimmtes Accessoire sehr, sehr oft getragen, besonders auch im Urlaub und überhaupt seitdem ich es habe. Und zwar geht es um einen Schal. Den Schal, den habe ich von einer Arbeitskollegin geschenkt bekommen, beziehungsweise von meiner ehemaligen Arbeitskollegin. Die hat bis Ende Juli hat die bei uns gearbeitet. Eine Berufspraktikantin war das und als Dankeschön habe ich von ihr diesen Schal geschenkt bekommen. Tanja, hiermit bist du ganz lieb gegrüßt. Ich liebe diesen Schal, also danke, danke, danke dafür. Sie hat genau meinen Geschmack getroffen. Sie weiß ganz genau, oder überhaupt, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich eigentlich kaum ohne Schal zu sehen bin. Klar, jetzt im Moment, wo es sehr warm ist, habe ich natürlich keinen Schal um, aber sonst habe ich eigentlich immer, 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 immer einen Schal um. Weil ich fühle mich damit wohler und ich finde, wenn man einen Schal um hat, ist einem direkt auch wärmer. Und dieser Schal, der hat auch genau die Farben, die ich gerne mag. Und zwar ist hier dieses Rost und in Kombination mit diesem Pink, Pfirsich, Peach-Tönen und dieses Braun, dieses Gelb. Und ich finde, dieses Türkis passt auch super gut dazu. Und dann dazu ist noch ein Schlauchschal, was ich im Moment auch total gerne mag. Und irgendwie hat der auch zu jedem Outfit gepasst. Und finde ich total genial. Und zwar ist der von IM. Wie teuer er war und so, weiß ich nicht, weil wie gesagt, habe ich Geschenke gekriegt, aber das war so mein Accessoire des Monats, was ich wirklich fast jeden Tag umgetan habe und auch weiterhin sehr oft benutzen werde, weil der passt zu vielen Sachen und ist gemütlich, ist schön, ist einfach mein neuer Liebling. Ja. Vielleicht hat er euch auch gefallen und ihr findet den irgendwo oder keine Ahnung. Ich wollte euch den einmal kurz vorstellen. Ja, das war's von mir. Bis dann. Tschüss.